meine Bienchen. Nein, nicht Bienchen, sondern meine Fischkopfpiraten. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem, okay, jetzt ist es nicht mehr neu, aber zum Let's Play Bausimulator 2015 und wieder dabei ist der Max Skyhead. Hallo. 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 So, was sollen wir machen? Besorge zweimal Stiefelstücke. Zocken. Hallo meine Bienchen. Dafür wirst du erstmal ausgelacht. Also erst. Ach Gottchen. Das ist die vierte Folge, oder? Ja, Folge 4 vom Bausimulator. Und ich denke, ich mache auch noch mehr, weil ja, ich mag das Spiel einfach und kommt wahrscheinlich auch gut an, oder? Ja, denke ich mal auch. Und ja, ich denke mal, ich mache es auch im Multiplayer, weil hier in dem Spiel gibt es auch den Multiplayer. Echt? Ja, und den wahrscheinlich dann mit Timmy, altbekannter Freund. Vom Landwirtschaftssimulator. Jetzt übrigens auch neu, ne? Also jetzt ist er auch nicht mehr neu, aber auch könnt ihr auch reingucken, mein Landwirtschaftssimulator 2015 Videos. Die sind cool. Ja. Kann ich nur empfehlen. Und dann natürlich noch meine Beauty-Tipps Videos angucken. Ist natürlich alles in der Beschreibung verlinkt. Ja. Oder Leon, machst du dir die Mühe? Was ist denn hier jetzt hier für ein Stau? Ne? Gibt's auch noch Stau? Ja. Stau an der Edeka-Kasse. Ach ja. Ey! Was ey, hä? Der kommt von hinten! Aber man, hier ist schon das Sägewerk. Du warst gerade ein Roboter. Sägewerkdorf, beim Sägewerk gibt es verschiedene Baustoffe aus Holz. Diese stehen entweder auf Paletten zur Verfügung oder müssen aufgrund ihrer Größe mit dem Ladekran auf den Brettchenwagen verladen werden, wenn du zur Verladung an von Paletten eine Lutia-Kaufschaffe entdeckst. Du liest ja schon. Ja. So, ich brauche auf jeden Fall einen Gabelstapler. Dann hier. Tag, zwei Stück. Einkaufen. Hier ist mir schon Profi. Wie können wir das machen? Das kriegt mein Gabelabel. Ja, und jetzt bist du erfahren. Ich ja. Eigentlich schon, ne? Aber das Spiel sieht das Ganze noch anders. Auch ein bisschen unlogisch gemacht. Ja, ne, also. Marco? Ach, ich bin so fertig von heute. Von was? Vom Sport? Ja. Ja, vor allem du. Du müsstest auch fertig sein. Ich ja, ich bin fertig. Ja, ich habe heute nämlich noch nach Sport. Ja. Da haben wir nur Scheiße gemacht. Wir sind die ganze Zeit schon gerusht, haben Fußball gespielt und so. Leon hat natürlich noch einen Ball in die Fresse bekommen, aber das ist ja typisch. Da muss ich noch Zeitung austragen. Aha, ich musste das noch nehmen. Ich auch. Aber heute habe ich jemanden ausgeholfen, weil der hat sich sein Bein gebrochen. Der ist echt so. Die MAZ. Und heute habe ich die Gießener ausgetragen. Die soll. Achso. Ja. So, dann können wir die abladen. Wir sind ja schon richtig oben und jetzt habe ich das so scheiße aufgekippt. Ja, und du erfahren, ne? Ich hätte gerne so eine Katze. Ich? Ich bin gerade sehr schwach.
Ein Mist. Was denn jetzt wieder? Ich hab die Ladung umgeworfen. Du sagst, du regst dich nur auf, wenn du einen Unfall machst, sonst nicht. Oh, warte, gleich muss ich nochmal was machen, nachdem ich das ja aufgeladen habe. Oh nein. Was denn? Spoiler mal. So. Ja gut, ramm doch mal das Fahrzeug. Lädst du das schon morgen hoch? Also. Ah, erfolgreich freigeschaltet. 60 Minuten gefuddelt. Spiele eine Stunde. Jawohl. So Leute, jetzt zieht das doch rein. Ja, nice! Okay, man merkt schon, wir haben keine Hobbys. Und? Das ist das Gute. Warte mal, ich hab die Ladung nicht gesichert. Was? So, du musst doch sichern, Alter. Ja, dann mach ich das. Ja. Kein Wunder, bei dir fällt ja auch alles runter. Ey, das ist jetzt nicht nett. Tut mir leid. Du warst vorhin auch nicht nett zu mir. Ja, okay, hast recht. ja, ich fahr jetzt direkt nochmal auf den Datenhandel. Weil da muss ich ja hier. Okay, besorge zwei Tannen, das Ding vom Datenhandel. Kann ich ja gleich mitbringen. Ja. Muss ich ja nicht doppelt fahren, ne? Hier sag mal. In jeder Folge gähnst du. Das ist so mein, da schon erkennt man mich. Ach so, am Gähnen. Ja. Na, schade, wenn es jetzt, wenn das nochmal gähnen würde, also melde dich zum an, du kennst, erkennst Leute am Gähnen. Ja. Es geht immer so, da gähnt einer. Ah, Max Skyhead. Hä? Da gähnt einer. Ah, der Max Skyhead ist da. Ich bin hier schon vorbeigefahren an der Einfahrt. Alright. Oh, der Gartenhandel Dorf. Bei der Gärtnerei bekommst du alles, was du in Landschaft brauchst, die abschließende Verschilderung der Grundstücke wichtig ist. Die meisten Waren sind auf Europaletten erhältlich und werden nach Gebrauch mit den Mitarbeitern der Gärtnerei in den Abholregalen zur Verladung bereitgestellt. Wenn du einen Gartenstand hast, dann würde die Verladung mindestens mal für diesen Hinterhändler anfallen. Oh, fuck. Alright. What the fuck is wrong? Ich verstehe es nicht. Was ist los? Ich gucke ja gerade. Ich wollte. Ja. Mann. Oh, ich mach hier mal Ladung, was? Nichts, nichts. Oh, dann gehen wir mal zu dem Deppen da hinten hin. Ist das hier der freundliche Mitarbeiter? Oh. Aus der Nacht, aus der Nachbarschaft? Nee, das ist eine Frau. Ach so. Naja. Die Haare hat ja schon wieder, klein Adolf. Ja. Alter, was sind die denn so teuer? Ach, da ist der Chat. Es geht! Woo! Hey, die habe ich doch jetzt gekauft. Warum soll ich den nochmal kaufen? Keine Ahnung. Hier steht. Besorge 2, nicht 4. Hier, die wollten mich übers Ohr hauen. Die haben uns über den Tisch gezogen. Ja, die haben uns über den Tisch gezogen. Nein, die wollten nicht, dass ich das 4-mal kaufe, obwohl ich nur 2-mal brauche. Oh, wie mit dem einen Anhänger. Hä? Wie mit dem einen Anhänger. Ja, mit meinem zweiten Container. So stimmt. Ach jo. Ey, wir haben seit Stunden. Ey, übrigens seit 3 Stunden schreibt mir Jojo als, wann seid ihr fertig? Ja, danke.
dieser Stelle mal Hallo Jojo. Wir sind dann fertig, wenn wir fertig sind. Ja, wir mussten als aufnehmen. Ja. Damit das nicht weiterläuft mit deinem Kanal. Damit ihr neue Videos habt. Und ja, dann ja das gerade. Ist wichtig. Da, das, wir sollten das andere lieber nicht sagen. Ja, ja. Ja. Wir sind schon gemein. Mann! Immer diese scheiß Werbung, Alter. Scheiße, du nimmst auf und ich singe unbewusst. Husaren, kurze Pause. Was? Ja, guck mal. Pizmeet ist so geldgeil. Nein, Spaß. Ich guck mir so einen Livestream an und der geht halt jetzt kurz scheißen oder sowas. Und schaltet einfach Werbung ein. Einfach so. Ohne zu. So. Einfach so. So. Ja, wir schlagen hier gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Echt? Ja. Du bist voll der Tierquäler. Ich hab heute Godzilla geguckt, der im Kino kam, der letztens, der neue halt. Ja. Und da hat der auch gesagt, zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ne, drei Fliegen mit einer Klatsche. Aber auf jeden Fall ist so vom Prinzip her das gleiche. Ja, und jetzt hier, ich bin voll der Tierquäler. Zwei so. Fliegen mit einer Klatsche. Naja, ich schaff's aber auch zwei Klatschen mit einer Fliege. Nein. Ach hier, hier, hier. Warte, bei welchem Sprichwort hab ich euch? Hä? Hast du überhaupt schon gesagt, ihr Fischkopf-Piraten? Ja, am Anfang habe ich das gesagt. Okay, so gut. Also ich weiß nicht wann, aber ich weiß auch gerade. Achso, das mit dem. Du kennst doch, Klappe zu, Affe tot, ne? Ja. Das hab ich dann neulich total versprochen. Affe zu, Klappe tot? Affe zu, Klappe tot. Oder wo ich Salami sagen wollte und Lasagne gesagt hat. Was? Ich wollte doch Lasagne. Oh Gott, mein Deutsch! Ich wollte doch Salami sagen wegen Schule morgen. Ja. Da hab ich Lasagne gesagt. Ja. Oh. Es hat auch voll die Ähnlichkeit, ne? Lasagne! Das hört sich doch eher an wie Lasagne. Aber das Wort konnte ich früher nie aussprechen. Ich auch nicht. Okay, ich habe immer Lasagne gesagt. Ja, so ähnlich. Bei mir auch immer. Oh lei! Ah! So, dann wollen wir mal die Scheiße hier noch anhängen. Was ging jetzt? Wie das kam, wir Alter, reden hier so. Scheiße. Du musst dir das mal anreizen, das sieht aus wie eine Zockerkarte. Ja, ich guck mir die Videos an. Nein, ich darf nicht lachen, weil dann denk ich. Sonst denk ich dann hinterher, ich bin. Sollte die Ladung ich guck mir lösen, dann geht das vielleicht auch. Ah, okay. Nein. Ich guck mir halt so Fail-Videos an, deswegen muss ich lachen. Ultimate Frown Fails. Oh Gott. Auf einmal bin ich wieder wach. Olei! So, das erste hätten wir schon mal. Fehlen nur noch 98. So wenig. Ja.
Ich hab irgendwie grad voll Bock auf Skiurlaub. Das machen wir aber leider dieses Jahr nicht. Ja. Echt? Ja. Ich komm mit. Ja. Kaga sagt man nicht. Kaga ist. Jojo ruft dich immer noch an. Mach also, den Bordschirm rein. Ja, ja. Da ist gerade so eine Frau voll aufs Gesicht gefallen mit ungefähr 100.000 km/h Speed. Gott. Die fährt mit High Heels Skateboard, ist sie dumm? Wer es kann, der kann. Ja, nur dass sie dann aufs Maul gefallen ist. Ja, also kann sie es nicht. Er kann, er kann. Oh. Ey, guter Auszubildender. Du kannst siehst einen du, Sitzarbeiter doch, einstellen. Sag ich doch, du bist erfahren. Ah, cool, ich habe den Auftrag abgeschlossen. Auftrag, Einnahmen. Gut. Ja. Gesamt. Gut. Hast du jetzt 100 Milliarden, 1000 Euro schon bekommen? Nein, nur 91. Oh. Was? So viel? 91.000. You got YouTube Money. Leon, hast du YouTube Money? Nee. Du bist ja auch voll der YouTube-Partner. Ja. Du machst auch voll viel Produktplatzierung. In jedem Video. Geldgeile Sau. Warum hänge ich jetzt hier? Because why the fucking not? Oh. So, dann hier die Stützen einfahren und so, das hier raus. Und dann jetzt hier, da steht jetzt noch so ein... Hä? Ah, hier ist so eine Rutsche und da kommen halt immer mehr... Erst fällt da so eine Frau hin und jeder, der auf der Rutsche als rutscht, der fällt halt aufs Maul. Und da kommen so 10 Leute hintereinander. Und jetzt läuft ein Lama von dem Esel weg. Man merkt schon, ich habe Hobbys. Habe ich eigentlich schon Werbung für meinen Kanal gemacht? Jetzt wäre Zeit dafür. Ja, schaut auf meinem Kanal vorbei. Obwohl, nein, wisst ihr was? Disliked meine Videos, abonniert mich nicht, schaut auch nicht beim Leon vorbei. Ja, kauft euch einfach. Aber jetzt, gerade wenn ihr dieses Video seht, also... Schaltet ab. Nein, Spaß, schaut bei mir vorbei. Bei mir gibt's ab Anfang des nächsten Jahres Let's Plays. Beziehungsweise Gameplays und ja, ein paar Beauty-Tipps auch noch. Wird halt ziemlich cool. Würde mich über jedes Abo freuen. Ja, ich natürlich auch, ne? Ja, und der Leon, den muss man abonnieren, ja. Der ist so mega fresh. Oh! Hier wird gerade einer von dem Schwertfisch angegriffen. So, dann kommt ich jetzt hier. Ich glaube, der ist tot. Stell dir vor, du wirst von einem Schwertfisch angegriffen. Ja, ich freue mich mit dem an. Ah! Ja, vor allem, wenn du angegriffen wirst. Ja. Olei! Wenn ein Schwertfisch dich angreift,
mag er dich. Ja. Das nächste Mal hau ich dir auf die Fresse, um dir zu sagen, dass ich dich mag. Ja, zum Beispiel. Okay. Nur leider magst du mich gar nicht. Und was ist denn mit Fall hier? Man, I don't know. Wir machen Check Daniels auf, das kann man nur explodieren, so wie die es machen. Ne, der macht Check Daniels auf. Macht Strohhalmschein. Braucht eine Zigarette. Will er das jetzt exen? Digga! Die ganze Flasche Check Daniels ext der. Alter! Alter! Digga. So, warte, ich muss jetzt dann oben nochmal meinen Dings abholen. Den Container. Den. Also den. Können wir ja noch verwenden. So. Alter. Was der hier für Sachen macht, ne? Ich schwör, ich würde mich schon in meine Hose kacken. Ah! Lamborghini, Alter, ein Lamborghini. Der hat einen Unfall gemacht, Schaden 1 Million Euro. Gott. Ja, und erzähl mal was über dein Leben. Über mein Leben? Also, ich sitze den ganzen Tag... Okay, das reicht. Und... Ey! Erfolg freigeschaltet, Aushilfsfahrer! Fahr insgesamt 10 Kilometer! Yeah! 10.000 Geld. Jetzt habe ich 101.000. Also, ist der dumm? So, ich würde sagen, das war es dann auch für diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, aber warte mal, ich muss noch einmal zeigen hier. Er springt so göttlich. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst noch ein Like da. Und falls ihr nicht getan habt, abonniert mich für mehr. Würde ich mich riesig drüber freuen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es... Abonniert natürlich mich. Ja, das von mir aus auch. Ja. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Bausimulator Teil 15 oder ja, andere Let's Plays. Und naja, bis. Denner, ihr Fischkopfpiraten.